Hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es aber um das Thema Arbeitsbeziehungen und Arbeitsplatz und dann auch irgendwo natürlich ein nice, geiles Leben. Bleibt dran. Ja, genau. Ich wollte aber nochmal sagen, wenn du meine Videos guckst, abonniere gern meinen Kanal, gib's gern weiter. Das ist eine feine Sache. Neulich hat mal jemand Geld gespendet an mich. Super nett, danke. ist auch mal schön. Also danke auf diesem Weg mal. Manchmal ist teilweise ist das, weiß ich auch gar nicht, wie das dann genau war. Was wollte ich sagen? Ja, genau, macht auch. Guck wirklich in die Kurse rein, die kosten so viel wie Bücher und bringen echt so viel, auch zusätzlich zu den Videos. Investiert da gerne in euch. Also, heute haben wir das Thema, das wollte ich auch immer mal machen, Arbeitsbeziehungen. Gut, wenn du auch solche Nachrichten schicken willst, dann über ein Formular auf eheberatung.info. Und das ist eine E-Mail von Ratschenkila und sie schreibt: Hallo Christian, ich brauche keine Antwort. Du kriegst trotzdem eine, so verrückt ist das Universum, ne? Ich bin nach wie vor begeistert davon, dass ich dich in deinen Videos gefunden habe. Durch die Bewusstseinserweiterung bei toxischen Beziehungen ist das für mich, als ob ich zuvor ewig aus einer etikettlosen Flasche getrunken hätte und mich jedes Mal darüber wunderte, warum mir schlecht wird. Ja, diese Analogie mit dem Gift, die ist einfach so treffend. Und die Menschen, also man vergiftet sich auch selbst, wenn man sich so toxisch verhält. Das muss man sich auch mal wieder sagen, ne? Zum Beispiel, wenn ich immer wieder auf der Energie von anderen Menschen lebe, also die versuche von anderen Menschen Energien abzuziehen und immer in deren Licht zu leben, vielleicht nicht immer der Weg, der immer so super glatt läuft. Aber welcher Weg verläuft schon gerade? Was rede ich da? So, da kann ich gut die Finger von lassen und inzwischen ist schon ein Selbstläufer geworden. Die roten Flaggen sind mir bewusst, sobald ich roten Flaggen begegne. Was ich als angenehme Sicherheit empfinde und mir einiges erspart. Ganz genau wissen muss ich es sowieso nicht mehr und mir länger über etwas einen Kopf machen auch nicht. Das hat sich dann einfach erledigt. Gift ist Gift, egal ob es in einer edlen oder einer 0815 Flasche abgefüllt ist. Leider ist es ja meistens in einer scheinbar edlen Flasche abgefüllt. Und damit meinte ich nicht nur Beziehungen. Derzeit stecke ich noch in einem toxischen Arbeitsplatz, fest aber nicht mehr ewig. Inzwischen habe ich gekündigt, habe mich aber um im Guten auszusteigen, auf eine verlängerte Kündigungsfrist eingelassen, was ich gar nicht super finde. Ja, ich habe diese Mail jetzt mal rausgesucht, weil da ist eine ganz wichtige Sache drin. Ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, ob ihr das auch kennt. Also man will sich aus irgendwas Toxischem rauslösen. Und hat dann ein schlechtes Gewissen irgendwo und das auch aus toxischen Beziehungen oder so. Und dann sagt der Partner vielleicht noch, ja, also einmal gehen wir, ich übertreibe jetzt total, ne? Einmal gehen wir noch ins Swingerclub und dann lasse ich dich in Ruhe. Und das ist super toxisch, ne? Gut, das ist jetzt hier abgeschwächt. Aber nochmal, wenn ihr aus irgendwas rausgehen wollt, dann müsst ihr, ich meine, natürlich gefällt das, jemand, der an euch profitiert, gefällt das nicht, aber. Das ist häufig so ein Irrtum, dass es was bringt, so, okay, das investiere ich jetzt noch. Also in dem Moment, wo man gehen will, weiß nicht, ob das jetzt hier 100% passt, aber in dem Moment, wo man gehen will, ist es wirklich gut, dann auch wirklich zu gehen und zu sagen, nein, kein Trostsex jetzt nochmal oder irgend so ein Scheiß irgendwie, jetzt ist echt Schluss, 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 ne? Weil das ist auch, wenn man so will, so eine Variante von Co-Abhängigkeit, okay, jetzt muss ich auch noch was geben von mir, damit ich gehen darf. Nein, du darfst einfach gehen. Du musst nichts mehr erdulden. So, mittlerweile ist es leichter geworden. Das nice, geile Leben bahnt sich gefühlsmäßig schon an. Woran merkt man, dass man voll im nice, geilen Leben ist? Das ist natürlich mal so, ne? Das ist ja, gibt ja immer in unserer Dualität hier ein Auf und Ab. Aber wenn man voll drin ist, dann merkt man daran, wenn man das Gefühl hat, man ist so verliebt ins Leben irgendwie, ne? Das, dann ist man so voll drin im Flow. Gut, 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 gut. Und wer denkt da noch über Beziehungen nach? Ja, gut, aber Beziehungen gehören natürlich auch
zum Maskenleben dazu. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Ist nur diese, wenn man so, aber gut, das schweife ich jetzt ab, wenn man zu viel Neediness hat, was Beziehungen angeht, oder sie zu sehr braucht und sie nicht so das Topping sind, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig so, ne? Aber ansonsten können Beziehungen auch natürlich enorm beitragen zum nasgeilen Leben im Moment, ne? So, denn das Wissen über toxische Beziehungen führte mich schlussendlich automatisch zu toxischen Gedanken und toxischen Gefühlen. Da bin ich dran und bleibe dran. Ich mache es auf meine Art und Weise, denn ich habe früher zu viel gelesen und ausprobiert, was mich schlussendlich nur verwirrte. Nur zwischendurch lasse ich mal etwas anderes reinschlüpfen, wenn es Sinn für mich macht, und das Wissen, dieses Etikett hat mir sehr weitergeholfen. Herzlichen Dank nochmal dafür. Heute während einer Meditation hatte ich wieder eine Erleuchtung. Meditieren, Leute, ist echt gut. Kommt in meine liebe Ship Plus Community, aber ist jetzt, glaube ich, wenn ich das uploade, eh schon geschlossen. Das geht dann, ich glaube, Anfang Januar weiter. Es ging um meinen Chef, der mir letztlich das Gefühl gab, nicht gut genug zu sein. Heute bin ich dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, nachgegangen und konnte es nicht auflösen. Wie ein Klumpen saß es im Bauch fest und es rührte sich nichts. Ich versuchte dies und jenes, bis ich feststellte, dass es sich um einen enorm bockigen Widerstand handelte. Dann fiel es mir wie Schuppen von Augen, dass ich sowas von überhaupt nicht gut genug sein wollte. Dass ich, was ich sein wollte, war besser als gut genug sein. Gut, jetzt geht das noch so weiter, wo sich diese Zuschauerin jetzt selber exploriert. Das können wir, glaube ich, mal lassen. Ja, also mit Jobs ist das so natürlich, wenn man das Universum meint oder vielleicht dein höheres Selbst meint, ja, ich brauche jetzt, du musst jetzt nochmal ein paar Sachen lernen, ich schicke dir jetzt nochmal so ein paar toxische Negativ-Coaches, dann kann das natürlich auch auf der Arbeit sein, ne? Aber es gilt eigentlich auch hier das Gleiche. Wahrnehmen, wundern, weitergehen, ne? Also lernen, beziehungsweise lernen, wahrnehmen, lernen, wundern, weitergehen. Zu sagen, okay, ich setze hier meine Grenzen, ich lasse mich nicht ausnutzen, ich stehe für mich ein, es gibt ja auch noch Rechte, es gibt einen Vertrag, es gibt allgemein menschliches Zusammenleben, ich lasse mich nicht aussaugen hier, wie so eine Zitrone, das kann man natürlich genauso gut im Job üben, wie auch in Beziehungen, was dann manchmal so aussieht, wenn Leute sagen, haha, ich führe einfach keine Beziehung mehr und dann kommen keine Aufgaben. Nee, dann kommen die eben auf einer woanders halt, ne? Also deswegen keine Angst vor Beziehungen, ne? Man darf die ruhig führen. So, ne? Also es kommt halt immer, also der nächste Lernschritt, der dran ist, der kommt sowieso. Ob das nun in einer Beziehung ist oder im Job oder sonst wo, der kommt, ne? Wie gesagt, ich finde nur immer, man sollte Beziehungen nicht auf den Podest stellen, man sollte sie aber auch nicht unterbewerten und sagen, nee, das ist gar nichts, ich brauche gar keine Beziehung. Das ist auch ein Teil des, schöner Teil des Lebens, ne? Definitiv. Wenn man das jetzt feststellt, dann gibt es so, und vielleicht denkt man auch, boah, ich habe einen narzisstischen Chef, was gut sein kann, weil natürlich viele narzisstische Menschen extrem erfolgreich sind im Beruf, ne? Also, weil damit gehen halt Charakter-Traits einher, die auch mit beruflichem Erfolg zusammenhängen. Ist halt so, ne? Muss man ja nur mal abends im Fernseher gucken, die Nachrichten, dann kann man das immer wieder sehen. Und jetzt gibt's so, es gibt quasi, ja, so grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also entweder ich erkenne das und ich sehe, es tut mir nicht gut, aber ich will da momentan nicht weggehen oder so. Dann, also man kann ja auch Menschen, die so narzisstische Anteile haben, auch oft total leicht zufriedenstellen, indem man den Honig um den Bart schmiert und sagt, oh, du bist so toll, oh ja, kannst du mir noch einen Tipp geben und boah, cool und klasse und also, also ich meine, das ist jetzt zwar auch manipulativ, also ich weiß nicht, ob das so der beste Weg ist, aber also man kann sich das natürlich unterm Radar bleiben, indem man eben nicht sein eigenes Ego antriggern lässt und in dieses, ah, da will jemand gegen mich gewinnen, ah, das mache ich nicht mit, ich kämpfe dagegen. Das ist, glaube ich, die schlechteste Option, ne? Aber ich kann schon sagen, ah, da will gegen jemand gegen mich gewinnen oder sein Spielchen spielen und ich tue so, als
lasse ich ihn gewinnen. Und innen drin denke ich, ja, whatever. Interessiert mich nicht. Das ist völlig okay, denke ich. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber sonst manipulative da kommt. Aber einfach zu sagen, okay, ich spiele dieses Spiel mit und ich nutze es nach meinen Regeln, kann eine mögliche Option sein. Ne? Die andere Option ist natürlich immer zu sagen, das so als Empowerment benutzen und zu sagen, hey, das ist nicht meins, ne? Es tut mir nicht gut, es liegt nicht auf meinem Weg. Das Universum will mir sagen, das ist hier toxisch für mich, der Arbeitsplatz. Das heißt, so, es liegt was Besseres für mich im Köcher. Und dann eben zu sagen, ja, dann okay, dann let's go, lass uns mal überlegen. Und dann kommen natürlich die ganzen negativen Glaubenssätze, ne? Ach, alle Varianten von, ich bin jobmäßig nicht gut genug, ich finde keinen neuen Arbeitsplatz, was soll ich denn jetzt machen? Also diese ganzen Mangelthemen, könnte ich vielleicht auch nochmal noch mehr Videos mitmachen, wenn ihr das wollt, zu Geld und so. Aber gut, das driftet natürlich ein bisschen ab dann. Aber es sind im Grunde genommen gar nicht so unähnliche Themen wie in Beziehungen. Und manchmal hat der eine da mehr Mangelerlebnis, der andere da mehr Mangelerlebnis. Aber die kommen dann natürlich hoch und wirken. Und deswegen ist es auch, würde jetzt nie jemand raten, so, dass er von heute auf morgen, außer jetzt wäre jetzt irgendwas ganz Krasses, aber kündigt. Und dann, ja, fliegen so die Hähnchen in meinen Mund. Kann klappen, muss nicht unbedingt klappen. Aber man sollte schon Schritt um Schritt gehen und dann sagen, ja, wenn ich wirklich denke, ich muss auf diesem beschissenen Arbeitsplatz bleiben, der mir nicht gut tut, oder für mich zumindest beschissen ist, was sind da für Glaubenssätze, die mich hier festhalten und die dann wirklich nachhaltig bearbeiten und dann aufgrund dieser Erdung, die man daran gewinnt und einer Erdung in sich selbst, dann auch nicht aus dem Affekt, sondern wirklich fundierte, informierte Entscheidungen treffen, auch mit einer gehörigen Portion Mut, ne? Weil was ich immer wieder sage, meine Theorie ist, wenn irgendwas keinen Spaß macht, ja, dann liegt es letztlich nicht auf deinem Lebensweg und letztlich ist es nicht in deinem Seelenplan vorgesehen, außer vielleicht als Stepping Stone irgendwie oder als Block, den du überwinden darfst irgendwie, ne? Aber zum nice geilen Leben gehört definitiv auch eine Arbeit, die dir total Spaß macht, wo du morgens aufstehst und denkst, ey, wann geht's denn nicht los, wann kann ich ja nicht anfangen, so, das wäre so das Ideale, ne? Und wo du Arbeit gar nicht mehr als Arbeit empfindest, sondern als Berufung, Mission, auch das, wenn du auf deinem Bewusstseinsweg gehst, ist das häufig auch ein Step, dass man merkt, es ist nicht nur, dass ich eine bestimmte Arbeit lieber mache als eine andere, sondern ich fühle mich auch berufen dazu oder ich habe so ein Berufungsgefühl von, das ist auch mein Ding, wenn ich genau das mache. Und wenn du dieses starke Gefühl hast, dann vertraue da drauf und dann vertraue auch drauf, dass das Universum dich dabei supportet, weil das Universum will ja auch, dass du deine Mission erfüllst, so, ne? Aber wie gesagt, das sind alles, aber ähnlich wie bei Beziehungen, keine leichten Entscheidungen, nur wenn man mal das Bewusstsein hat, das tut mir nicht gut, natürlich macht das vom Arbeitsplatz nicht halt irgendwie, ne? Aber das ist ja nichts Schlechtes, das ist was Gutes, nur wir sind halt alle Komfortzone, bloß keine Veränderung, aber so tickt dieses Leben hier nicht, ne? Also rockt dieses Leben, ihr seid mit nichts reingegangen, ihr geht mit nichts raus und dann nutzt wirklich, also ich würde ja sagen, geh ruhig mal ein bisschen mehr Risiken. Natürlich musst du Verantwortung übernehmen für jedes Risiko, also dann darfst du nicht, wenn irgendwas mal nicht klappt, in die Opferhaltung gehen und sagen, ja, keine Ahnung, das böse Leben oder böse dies, böse das, ne? Also übernimm Verantwortung und dann. Aber ich glaube, weiß gar nicht, wer das als erster gesagt hat. Ich glaube, es kommt von Tony Robbins oder so, ich weiß nicht. Also die Komfortzone ist eigentlich die gefährlichste Zone, weil das ist echt wie so eine Todeszone, wo man festhängt und sich nicht mehr entwickelt. Also ich finde ja, aber es muss jeder von euch selber ein bisschen lieber mal wirklich mutig und kontrolliert ein Risiko eingehen und auch mal auf die Schnauze fallen oder auch fünfmal auf die Schnauze fallen und beim sechsten Mal ist es ein total geiles Erlebnis, als immer playing safe, bloß kein Risiko eingehen, finde ich persönlich fast eine Verschwendung dieser Lebensenergie, die wir haben. Ja, freue mich über eure Kommentare. Und wir werden uns bald wiedersehen.